gefühlt Gleichgewichtsprobleme, wo man dann schnell mal nochmal den macht. Mhm. Und das ist was, was ich unbedingt verbessern will, auch eine andere Sicherheit, ein besseres Gefühl zu bekommen. Schnell fahren kann jeder, sage ich mal so, auch in Kurven, das geht immer gut, auch wo gucke ich hin. Aber beim Langsamen, beim Anfahren, ein bisschen Stress im Verkehr, dann wird es manchmal ein bisschen unangenehm. Mit einer externen Perspektive, bei Eigeneinschätzung, Fremdeinschätzung ist mir da wichtig, dass ich mal ein Feedback kriege. Und das andere, vielleicht was für mich noch wichtig ist, das hat man eben auch gehört, großes Motorrad, Roller. Ich fahre im Roller schlampiger. Und das muss ich gucken, dass ich da meine Technik finde, um großes Motorrad runterzusteigen. Ich kann mich eigentlich nur Stefan anschließen, so Kurven, enge Kurven und vor allem beim Anfahren und bergab. Alles, was nicht geradeaus ist, ist eine gewisse Challenge. Nicht ablenken lassen. Blick nach vorne. Gut so. Das ist eine Linie. Das heißt, ihr habt einmal den Reifen und das Mannequin sitzt hier oben drauf. Da geht der Blick hin. Jeder Rennfahrer macht das so. Okay? Ich beweise es euch mal folgendermaßen. Passt mal auf. Ene, mene, mu und aus bist du. Guten Tag. Guten Tag. Du auch. Ja? Fang. Treff zurück. Schlecht geworfen. Was passiert auf das? Ja, ich hab da hingeguckt. Hopp! Ja. Schlecht geworfen. Ja. Ihr habt die Hand angeguckt. Ich hab da hingeguckt. Wieso fahrt ihr nicht so Motorroller? Wieso guckt ihr vors Vorderrad, wenn ihr da hin wollt? Warum? Wenn ihr die Tür aufmacht, guckt ihr den Türgriff an. Wollt ihr das Fenster aufmachen, dann schaut ihr den Fenstergriff an. Mhm. Im Alltag funktioniert das. Und auf dem Roller? Immer zwischen zwei Hütchen. Wenn der Raum die Ausfahrt in die Kurve reinzucken. Am besten mit der Hinterradbremse arbeiten. Und nun halt orange bleiben, oder? Okay. Bring der Fest gerade nach vorne. Das mache ich. Und jetzt da rein? Nee. Ich glaube, ich habe das Prinzip nicht verstanden. Doch? Ja? Okay. Dadurch, doch, ich hab's. Und hier raus und hier rüber. Ah, hier rein, okay. Das habe ich vorhin falsch gemacht. Ja,
eine Linie. Mhm. Du machst daraus eine Linie. Stellst du das mal vor? Ich mach das. Ach, noch langsamer. Das hat so eine Auswirkung. Ja, das ist Hammer. Krass. Echt krass. Von die paar Kilos. Ja. Beim Rollerfahrer ist es an das möglichste Versuch, der rollt weg. Beim Motorrad ist das so, dass es zwei Seitenkoffer, ne? Ja. Tankrucksack, Seitenkoffer, Topcase. Ja. Am besten ist, du machst das Gewicht in den Tankrucksack rein, das ist zentralisiert, beim Motorrad befestigt ist. Was kauft jeder Motorradfahrer zuerst? Okay. Oder unseren Roller? Bei welcher Geschwindigkeit? Egal. Auto oder Roller? Auto. Auto. Schwerer aber, ne? Auto schwerer. Auto schwerer. Brauchen wir jetzt einen kürzeren Bremsweg? Vier Räder. Okay, aber schwerer. Wer ist anderer Meinung? Muss Gewicht testen. 50-50 haben wir beim Motorrad bis zu 95,5. 95% Vorderrad. 5% Hinterrad, da kommt das Heck hinten hoch. Das geht beim Roller nicht so gut, weil wir haben Triebsatzschwinge hinten drin bei den meisten Rollern. Der Einzige, der keine Triebsatzschwinge hat,
müsste die Lehrer sein. Der Rest wird alles geht perfekt. Geht nämlich so. Und dann kommt das Schlimme. Da kommt noch so ein Kickback. So ein Katapulteffekt. Ja. Dann macht zum Schluss nochmal so einen kleinen Huppel und dann geht's runter. Und viele fallen dann um. Sie bleiben stehen, dann taucht die Gabel taucht ein, kommt wieder hoch, platsch. Ach so. Deswegen im letzten Augenblick ein bisschen Bremsdruck zurücknehmen, dass dieser Katapulteffekt abgeschwächt wird. So, wir machen jetzt Folgendes. Die Beläge quietschen, sorry. Da bist du zu früh gewesen, ne? Ja.